Hallo zu einer neuen Folge Chakratos oder auch Benny gegen den Rest der Welt, die Road to Victory. Und heute, Glory. richtig, heute mit jemandem, der mich dazu angestiftet hat, die Scheiße überhaupt zu verzapfen. Hi. Ich werde jetzt einen Witz machen, den nur Benny versteht. Ich bin the only Fried. So. Wunderbar. Wer diesen Witz versteht, der kennt mich persönlich. Nur mal so. Der weiß, mein alter Ego kennt er dann. So, ich habe dich ja dazu genötigt, das zu machen und aufzunehmen, Richtig? und wir haben dabei einfach richtig Spaß gehabt, irgendwie bis jetzt. Richtig? Und ich muss kurz sagen, wir haben dieses Spiel live kommentiert und aufgenommen gehabt. Meine Tonspur existiert sogar, nur Bennys ist irgendwo verloren gegangen. Richtig? Deswegen musst du einmal kurz rezitieren, was du da eigentlich getan hast. Weil alles vorher ist ja eigentlich sozusagen neu aufgenommen, wo du schon mit mir kommentiert hattest. Ich war bei allen anderen dabei. Richtig? Und Benny hat alles nicht mit aufgenommen. Einfach mal Richtig. so. Ich bin der Egal. schlauste Mann. Und das war ein ziemlich lustiger Start, weil wir haben direkt zu euch gesagt, das wird nix, spult vor, das wird nix. So, Benny hat ja jetzt die ganzen Spiele Tonfall. eigentlich so für sich kommentiert in der Zukunft. Er wird es noch machen, tatsächlich stand jetzt, aber ich habe nicht die Zeit dafür, das nochmal zu machen. Und ich habe ihn, glaube ich, beschwatzt, den Akolyten in sein Deck zu setzen und den auch jetzt zu spielen. Da überlegen wir gerade, wollen wir innere Wut spielen? Na? Das Na? Ding? Und dann habe ich gesagt, nee, du kannst eh noch nicht angreifen, das lohnt sich noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. So, aber deswegen ist Benny komplett alleine da. Ansonsten hätte ich alles mitkommentiert gerade. Aber da dachte ich, oh mein Gott, fuck, meine Lieblingskarte Lichtbrunnen. Oh ja, Da die hat war Benny erstmal, ziemlich schmerzhaft. Ben, da hast du erstmal durchgelesen, was es überhaupt kann, was die Karte kann und Ja. so. Und ich muss ein bisschen was vom Format gerade einfach noch so ein bisschen für mich erklären, weil ich ja jetzt einsteige sozusagen. Ich habe Benny sehr hart dabei geholfen, dass dieses Deck stärker wird. Man muss kurz sagen, Raiden ist ein hervorragender Spieler. Oh ja. Das werdet ihr noch sehen und das wird ein sehr, sehr hartes, sehr intensives Match. So, jetzt halte ich mich ab jetzt aber zurück. Kommentier du das Spiel. Danke sehr für die tollen Worte. Und zwar war das ein sehr. Mach einfach ein Live-Commentary, wir wollen ja nicht spoilern. Richtig. Was? Wir sagen ein Live-Commentary. Der aktuelle Stand der Dinge ist, ich bin abgefuckt. Abgefuckt, warum? In den ersten paar Runden, Fünferkarten, Sechserkarten. Und eine Viererkarte. Die Viererkarte ist ganz nützlich. Hier überlege ich gerade noch, ob ich angreife, wen ich angreife. Da dachte ich Da haben wir mir, diskutiert, da haben wir richtig, diskutiert, ich da erinnere haben wir mich. richtig diskutiert. Ich wollte die Spinne angreifen, weil ich dann eine Karte mehr ziehen kann, anstatt beim Lichtbund, der sich sowieso wieder hochheilen würde. Und ich hätte eigentlich nochmal abgewartet, was er macht und den Akolyten auf safe gehalten, aber war auch in Ordnung soweit, Ja, ne? das läuft schon. Das ist halt ein Stilist, das habe ich oft schon in den Folgen vorher gesagt, die nicht mehr Ja, existieren. richtig. Doch, die existieren noch, nur nicht mit deinem Ja, die Kommentar. existieren. Mit deinem. Ja, stimmt, mit meinem Kommentar. Ja, aber ich muss ja nachher sowieso her. Und da dachten wir uns beide Scheiße, weil irgendwie, Akolyt ist weg. Ja, Naja. und er Aber spielt er zu hat ja viel. seinen Dienst getan. Er hat immerhin zwei Karten, hat es dir gegeben. Ne? Man darf ja die Outs nicht vergessen, die es Das geht. gibt. So, und da dachte ich mir, geil, Zuchtmeister, hilft uns doch gerade nichts. Deswegen Yeti. Yeti und voll auch da. Weil wir brauchen irgendwas, was genügend Offensivpotenzial hat, das zumindest anfängt, mal das Board zu clearen. Was wir einfach nicht schaffen, weil die haben alle so viel Life. Early. Und Ich das sind meine, einfach zu viele. und dann kriegt er eine Kopie von einem Kater aus unserem Deck und dann denkt man sich so, ja, geil, er kriegt Maxner, er könnte irgendwas haben, aber nein, Maxner. Ja. Wo man sich denkt, Alter, wirklich, muss das sein? Der zweite Zuchtmeister, die wir auch in Betracht gezogen haben zu spielen, die wir auch spielen. Man müsste kurz sagen, du hast echt eine sehr viel schlechtere Starthand als er, also Richtig. krass. Also ich hatte wirklich extreme Nachteile. Und gut eingespielt war ich schon, also ich wusste schon ein paar Techniken, weil die haben ja wirklich, das ist eine Premiere quasi für mich gewesen. Ja, du hast das schon in deinen vorherigen Folgen gesagt. Haben, tun, egal. Ich spreche von zukünftigen Aufnahmen, die vor euch in der Vergangenheit liegen. Inception. Ja, sozusagen. Wirst du ja schon erwähnt haben, dass du sehr lange nicht gespielt hast. Und Richtig. deswegen sind es so eine Findungsphase bis 19, was dann noch immer passiert. Ominöses. Aber
einfach aus Sicherheit hast du ja mit mir zusammen ein Deck erstellt und eigentlich so eine abgespeckte oder umgebaute, auf dich abgestimmte Version von meinem Deck eigentlich. Richtig, weil... Das ist eigentlich mein Krieger, weil der sich komplett von deinem unterscheidet. Und das kannst du mal erklären. Weil ich Karten habe, die... Aber ehrlich gesagt, du Karten hast, die ich nicht habe. Und dafür das nach meinen anpassen konnte. Und eine Karte, die werde ich jetzt noch nicht verraten, welche es ist. Eine Karte habe ich drinne, die er mir ausreden wollte. Die wollte er mir so krass ausreden, dass ich mir gesagt habe, nö, die nehme ich rein. Und ich werde auch an der richtigen Stelle sagen, was und wann. Und die hat mir wirklich... Schon viele gute Dienste erwiesen, richtig, in den vorherigen Folgen auch, richtig, schon. Auch schon. Wir werden hier mal nicht spoilern. Ich werde nicht spoilern. Aber sie nimmt eine zentrale Rolle ein. Ich wollte nur sagen, das ist wirklich eine Karte, die einen Effekt hat, der ist nicht zu unterschätzen. So, momentan sieht es wirklich sehr mager aus. Wir haben einen Sport mit Gottesschild, der andere hat drei aktive Krieger in dem Sinne und einen Lichtbrunnen, der ziemlich overpowered hielt. Ich sag's mal so, also im Regelfall, wenn ich einen Stream gucken würde von einem Hearthstone-Gamer, gibt einige gute, mal Twitch durchforsten, liebe Leute, würde ich an der Stelle wegschalten, weil ich sagen würde, der snowballt dich, weil der ist ein verdammt guter Spieler, der ist wirklich extrem gut, der Gegner, und hat auch noch einen Snowball schon, also er hat schon wirklich geschafft, irgendwie so, und das war jetzt wunderschön. Wunderschön, weil du kriegst noch zwei Rüstungen, das Feld ist geklärt und du hast noch die Rüstungsschmiede sogar noch liegen. Richtig. Das war einfach Traum. Das war richtig traumhaft. Hast du sogar noch gesagt Lenny, das habe ich nämlich kombiniert, erinnerst du dich? Ja, richtig. Du Lenny, alter Falter, weil da habe ich das komplett vorher predicted, was er jetzt zu tun hat. Ja. Ah, auch gut, guck mal, jetzt ein Gottesschild für die Schmiede und noch eine Rüstung, das nimmt man auch, ne? Ja. So, das war jetzt klug von ihm, weil jetzt kriegen wir mit unserem Kommando für 5, kriegen wir nicht mehr weg. Der wäre ansonsten ganz schnell weg. Ja, wir werden es aber trotzdem tun und dann hinrichten und nutzen. Genau, weil das kann er ja nicht wissen. Richtig, weil es auch wieder geklärt ist und wir haben einen 4-2-Raum. Das heißt, endlich liegst du mal vorne. So. Mehr oder monstertechnisch. Weniger. Lebentechnisch liege ich auch vorne. So ist es nicht. Es gibt Fähigkeiten, die Leben direkt angreifen, das weißt du, ne? Ich weiß es. Nur momentan der Dinge, ich bin mit 8 Punkten vorne. Das ist halt so das große Manko vom Krieger, wenn er mal Lowlife geht und dann sogar einen Snowball hinkriegt und dann irgendwie auf 3 Leben ist, dann kannst du, ich glaube, sogar einen Prankenhit drauf machen, selbst wenn er da 30 Rüstung drauf hat, der ist weg. Ja. So, die Aufnahme läuft sogar, aber du hast sehr wenig Pegel. Ah, egal, da mische ich drüber. Ich mach dir das. Ja, das wird schon. So, oh, und da fängt er an zu buffen, da denken wir uns zwar Wurst, ne? Ja, komm mal einfach kaputt. Opfern wir. Da hab ich dir auch zugeredet, das weiß ich. Ja, nicht. Du redest mir immer dazwischen. Ich bin ruhig. Nein, ich sag nicht, dass es immer negativ war. Es war auch positiv. Manchmal habe ich auch gesagt, nö. Ich weiß. Und ich, man kann ja nicht anders... Und hier diskutiert, falls wir unterbrechen. Der hat bloß gesagt, spiel den Ogre. Und ich habe gesagt, ich spiel den. Zu der Aussage stehe ich auch immer noch. Ja, im Endeffekt muss ich wirklich sagen, hätte ich gewusst, dass er es so macht, hätte ich wirklich den Ogre genommen. Also es ist einfach schöner, ich weiß, der Ogre ist billiger, okay, macht keinen Unterschied, weil du bist dein Leben los. Aber ein Champion alleine ist einfach nicht stark. Ja, ich hatte halt das im Sinne, dass ich vorher schon mal den aufbaue und dann nachher die anderen, die hinterherkommen, sag ich mal, gebufft sind. Ist natürlich Luck von dir, dass du Maxner gezogen hast, weil das rettet dir den Arsch, so direkt. Weil ansonsten hättest du jetzt einen harten Snowball, weil der spammt ja, du merkst ja, der baut irgendwie Decks mit 3-4 Monstern immer pro Zug. Mhm. Und, ja, da denkt man sich dann so, ja, scheiße. Da war Maxner auch wieder weg. Ja, genau. Und jetzt wird's bedrohlich. Ja. Weil jetzt kann er pro Runde 8 Damage drücken. Und der ist noch nicht fertig, er hat noch 5 Mana. Das tut mir schon richtig weh. So, wir haben wieder einen Ogre. Und jetzt hauen wir quasi einen nach dem anderen raus. Und gucken, was passiert. Wir spielen den einen, machen fertig, nächste Runde und spielen wir den nächsten. Und versuchen, was wir damit erreichen können. Finishen kann er ihn direkt nicht. Außer ja doch, außer er macht sowas. Er hatte echtes, also dem Typen, der hat Chain-Combo gezogen, nennt man das. Also der hat wirklich gezogen, gespielt, gezogen, gespielt, gezogen, gespielt. Er konnte immer direkt das spielen, was er gezogen hat. Das sieht man daran, dass er diese 3 Starthand-Hände schon von Anfang an hat. Er zieht immer wieder nach und legt direkt die nächste Karte. Das sieht man, könnte man jetzt nicht direkt schlussfolgern, weil die Karten können ja geschaffelt werden, aber er hat immer konstant 3 Harten bis jetzt auf der Hand gehabt. Was darauf schließen lässt, dass diese 3 Karten bis jetzt nicht von Nutzen für ihn waren. Ja. Einfach bei den Zügen, die wir schon hatten. Wir haben über 10 Züge. So, hat auch wieder schon gesehen, er hat genau die gespielt, die er gerade bekommen hat. Die war nämlich ganz rechts außen von uns gesehen. Ja. Das ist ein rubische Ei. Was jetzt
Blöde ist, eklig wird. Richtig, weil es einen Angriffspunkt hat. Das heißt, er kann es quasi opfern, damit der Effekt ausgeführt wird. Dann denk mal nach, was du in dem Moment überlegt hast, was wir als erstes tun müssen. Den, was du tun musst. Champion aus. Den Champion. Richtig, ja. Vernichten. Sicher ja möglich. Und ich weiß noch, du hast die ganze Zeit gelabert, dass du die Windharpie unbedingt spielen willst. Unbedingt, Windzornharpie, yeah! Und da denkt man sich auch so, oh geil. Aber jetzt wird's echt bedrohlich, weil er hat schon wieder geklärt. Aber wir haben ja noch einen Ogre. Richtig. Hast du mir gesagt, da wollte ich die Hand. Ja, da hätte ich auch voll zugestanden. So Arcanid-Schmied plus Schmieden, weil er wird die Schmieden traden wollen. Die wird er nämlich genau wegkriegen. Der überlebt der Champion und dann hat deine Waffe auf einmal 7 Angriff und kannst du 2 Runden 14 Schaden machen, was einfach mal richtig Knülle ist. So, aber so, und dann macht er was Cleveres. Er macht sich einfach eine Wall und fängt einfach an drauf zu knüppeln. Da verstehe ich nicht, warum er das nicht gegen den Ogre schmeißt. Ja. Warum schmeißt er das nicht gegen den Ogre? Ist er behindert? Das war einfach ein Fehler. Er spielt echt sehr gut, aber das Ei hätte ich sowas von geopfert. 5-5er im nächsten Zug, musst du dir mal überlegen. Mhm. War ein Fehler, der ihm den Kopf gekostet. Ansonsten hätte er gewonnen. Oder hat. Und da habe ich dann dank hinrichten doch noch. Ja, es ist ein bisschen bitter, weil du musst auf den Sechser draufknüppeln selber, ne? Und ja, irgendwie. Da war halt die Überlegung, opfern wir den Ogre, aber. War schon richtig so. Und hier muss man wirklich sehen, 14 zu 30 und für uns... Er hat noch nicht Schaden genommen. Nee. Er hat quasi schon Schaden genommen, aber er hielt sich einfach hoch die ganze Zeit. Er hat, weiß ich nicht, vielleicht was DPS-Output, vielleicht 4 oder 5 Damage gefressen. Und da denkt man sich, ja, haha, wir haben eine Waffe. Wir können direkt was clearen, was er macht. Und was zieht er? Säurehaltiger Schlamm. Und was zieht er? Jetzt musst du dir mal vorstellen, wir hätten die Schmieding gespielt und hätten die Waffe noch höher gepusht und dann hätte er das gespielt. Weil das hatte er die ganze Zeit auf die Hand. Das können wir ja nicht wissen. Gut. Weißt du, das ist halt unmöglich. Das ist ein unmöglicher Predict. Ja. Und das ist keine Karte, die man lange auf der Hand behält, um abzuwarten. Wirklich nicht. Gegen Krieger nicht? Nee. Die behältst du durchaus mal, obwohl sie nur, ich glaube, 2 Mana kostet, bis zu Runde 5 oder so, aber nicht bis Runde 16 oder wo wir gerade sind, oder 17. Bis dahin behältst du die nicht. Da spielt man die direkt aus, einfach weil es ein niedriges Monster ist. Weil man das eben schnell reinbuttern kann. So, das ist das Ei weg und wir denken uns ja. Ja. Nicht schön. Besser als Spots zu haben, ne? Spot, den man schnell kriegt. Ja, yeah, das ist schon richtig. Es war notwendig, aber es war halt nicht schön. Weil jetzt kann er halt mit dem 2-3er den einfach wegklatschen. Ja. Was er die ganze Zeit schon macht. Er tradet immer irgendwie unsere Übermonster mit irgendwelchen Low-Bobs weg. Und jetzt wird's langsam richtig, richtig, richtig bedrohlich. Aber wir machen ja richtig krasse Combo jetzt. Jetzt kommt der miese Shit. Erkläre, was passiert. Du willst schon wieder die Windzornenharpie hier direkt spielen. Richtig. So, jetzt kam die große Überlegung. Wir hauen die eine Waffe weg, klären das Board, holen uns direkt die nächste Waffe mit der Arati und spielen dann noch die Windzornenharpie hier. Ich wollte ja wieder die Schmieden spielen, aber da hast richtig du gesagt... Einfach weil du kannst eine Billigwaffe auf einmal richtig hochzüchten. Da stehe ich auch zu, aber man kann ja nie wissen, was der Gegner hat. Und also, so, und jetzt wäre es klüger gewesen, weißt du? Dann hättest du ja, Winzum Hab hier noch einen Doppelangriff aber, gehabt. Aber er hätte ihn auch Fahrradkette. Er hätte ihn ja, auch richtig, aber wir sind uns doch einig, dass der Effekt der Winzum Hab ja eigentlich stärker ist. Richtig. Es ging nur darum, was man jetzt ausspielt direkt. Ja. Jetzt ist eigentlich klar, wir müssen eigentlich einen Kriegsgolem spielen, damit wir das Feld mal ein bisschen dominieren können, damit wir irgendwann mal an sein Leben rankommen. Irgendwann mal vielleicht. Irgendwann? Ja. Das ist die Frage. Die Frage ist, traden wir jetzt wirklich mit beiden Einheiten gegen den Yeti? Und kassieren nochmal Damage? Ja, tun wir. Die andere wäre mal auf sein Leben zu gehen, aber wir sind ja ganz stumpf und bleiben ganz treu dem Motto... Das Deck muss geklärt werden. Port clearen, ja, genau. Schön, die Frage ist nur, warum ich nicht den Kriegsgolem gespielt habe. Da hatten wir nicht nachgedacht. Oder ich nicht, zumindest. Ja, das habe ich gerade auch nicht verstanden. Hätte ich noch gut spielen können. So, hier kommt es dann wieder darauf an, spielen den Kriegsgolem oder Bashi plus Rüstung. Und Schmied. Oder Schmied. Aber genau, da habe ich dir in dem Moment ja geraten, okay, ab der Live-Leiste brauchst du unbedingt Rüstung. Richtig. Hatte ich dir sogar gesagt, weiß ich noch. Ja. Und ich glaube wirklich, ab jetzt bald kam der Wendepunkt, weil er hat nichts mehr. Er hat außer Gedankenraub. Er kopiert jetzt erstmal den Gurubashi und noch eine andere Karte. Richtig. Das darfst du nicht vergessen. Aber so wie man jetzt sieht,
Das ist haarschknapp. Eigentlich wäre das Spiel gelaufen. Jetzt kriegen wir die Karte. Jetzt kriegen wir die Karte. Scharmütze. Jetzt kriegen wir sie. Man braucht Kartenglück, damit die funktioniert. Ja, und also, es ist perfekt gelaufen. Genau wie ich es immer gesagt habe. Ich weiß noch, wie wir gefeiert haben. Ja, da haben wir so krass gefeiert, dass das jetzt alles gerettet hat. So. Und damit jetzt erstmal mit zwei. Mit zwei denkt man sich ja niedlich. Niedlich, ja, wirklich niedlich. Vor allen Dingen, er könnte, wenn er jetzt einmal ein Stark, wie heißt es, nicht Sternfeuer, sondern, wie heißt das beim Priester? Hier, der Damage-Zauber, wie heißt er? Egal. Ich weiß es nicht, egal. Er könnte locker noch durchkommen, wenn er die jetzt noch hätte, aber er hat ja schon alles, wir haben ihm eigentlich alle Zähne schon gezogen, er hat nicht mehr viel, er hat nur noch einzelne Monster. Man bemerke rechts die Kappe, die Kartenstapel. Stapel, ja. Richtig, die werden immer kleiner. Aber man muss kurz mal sagen, der spielt absolut nicht wie ein 22er. Nein, der spielt professionell wie weiß ich nicht was. Also, ich weiß nicht, man kann das schwer einschätzen, aber ich würde jetzt so spontan sagen, der spielt wie ein 10er, 11er, irgendwo da. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber jetzt haben wir das Ding rumgelegt. Wir haben durchgehalten bis zum bitteren Ende und können endlich knüppeln. Man muss nur auf seine Chance warten, egal wann sie kommt. It ain't over until it's over. Rocky Balboa, ey. Never surrender, egal welches Spiel. Ich hab's schon bei Spielen wie Das war auch mies. Da hat er sich nämlich einen von uns kopiert. Ja. Aber das die ist Glück. Gewesen. Du hast so ein Glück durch Scharmützel gehabt. Es hätte dich zweimal zerstört. Richtig. Das ist das. Scharmützel kann ich genauso gut zerstören. So. Jetzt wird langsam gebufft und immer schön wieder Rüstung nachgehauen. Ja, das war wichtig. Also lieber eine Karte weniger ausspielen, als dass man die Rüstung jetzt nicht sieht. Richtig. Das hatte ich, glaube ich, sogar auch gesagt. So, meine ich. So, er hat keine Karten mehr, nur noch seine drei Stück. Und die Frage ist, was sind das für Karten? Die entscheidenden Karten, mit denen kann er jetzt gewinnen oder verlieren. Ja. Was hat er? Er hat den Spott. Und das ist schon gut für ihn. Das ist schon was. Und das ist noch besser. Ja. Weil das schafft schon mal den Champion weg oder den Golem. Die Frage ist, was man jetzt dagegen wegschmeißt. So. Ich würde sagen, eindeutig den Champion. Weil eindeutig einer ist mehr nicht. Ist einer mehr. Also ein Angriffspunkt mehr ist ein Angriffspunkt mehr in dem Sinne. Das ist richtig. Und jetzt haben wir den wirklich runtergehauen von weiß ich nicht was. Die Frage ist, was hat er da noch auf der Hand? Kann er noch irgendwas machen? Er hat eine Karte, wir haben keine mehr. Das ist jetzt die Frage. Und es ist die Vernichtung für Gurubashi. Und das hat uns den Arsch gerettet. Richtig. So direkt. Das war jetzt sein Finisher Move. GG, easy. So muss das sein. Er wird jetzt bald vom Golem gefinisht. Das war wirklich eins der knappsten Spiele, die ich in irgendeinem Spiel hatte. Also ich habe viele Spiele gespielt, verschiedene Spiele, andere Genres, aber das war das Knappste, was ich so je erlebt habe. Ja, und das unterschreibe ich. Ja, das ist echt gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem knappen Match. Man sieht sich weiter in anderen live kommentierten Versionen weiter, Folgen weiter und tschüss. Yeah.